Okay. Da waren wir schon. Noch nicht. Da war nix. Vorhin schon, okay, und dann hier jetzt. Wird wahrscheinlich auch nichts Neues dazukommen sein. Okay, da können wir aufs Dach, das werde ich gleich einmal machen. Oh, das ist schön. Oh, nice Aussicht. Cool oder was? Aber was Sinnvolles gibt's hier nicht, ne? Noch was? Boah, das ist ja doof, echt hier. Ich mag das nicht, wie dieses Areal einfach so groß und verwinkelt ist und über alle Ecken über hin und wieder zurück und wieder überall noch mal rumlaufen darf. Um zu gucken, wo man noch nicht wahr, wo man hin will und wo man noch was suchen will, kann, muss. Da war definitiv ein Gegner. Genau so, mit dieser Tür rauskommen. Wenn du mich fragst. Ich hab Sichtkontakt. Los, wir sehen nach. Siehst du noch mehr? Das ist noch was. Und wir drin? Ja. Wie kriegen wir Lea allein? Es wimmelt von Infizierten. Wir brauchen nur eine Minute zum Reden. Du willst sie zum Reden zwingen? Wenn es sein muss. Okay. Echt bislang noch alles und jeden mitgenommen, ne? So. Was können wir da machen? Scheiße! Gesichtet! Hinter dem Tisch! Na los! Ich bin da!
kann gerade nur laufen. Ich bin nahezu tot. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte ein Medikit nehmen. Cool, töten die sich gerade gegenseitig oder was? Okay, sehr nice. Warte, bis sie sich davon anscheinend von Infizierten totschießen lassen. Tot. Dings. Okay. Ich probiere die Flinte. Nicht die Flinte ins Korn werfen. Drauf zu locken. Bitte. Oh Gott. Bitte. Ganz ruhig. Bleib ganz ruhig. Okay. Hey. Nicht. Bitte nicht. Weh, wenn du mich trotzdem angreift, bitte. Dann raste ich richtig aus. Du musst das doch nicht tun. Wir werden ja gleich sehen, was passiert. Wenn sie mich doch oder uns doch angreift, dann ist hier mal so verwendet. Wer ist hier wo? Etwa genau die Schlampe. Entschuldigung für diesen Kraftausdruck. Sie irgendwo sein. Hat sie gerade in der Situation verdient? Wenn sie es sei. Sei einfach still. Blöde Idee, Kleine. Kann man es eigentlich abbrechen? Wenn wir es nicht abbrechen können, müssen wir das ja früher oder später machen. Sie einfach killen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen durcheinander, weil ich kann mir jetzt hier gar nicht merken, wo wir schon waren und wo noch nicht. Das ist nicht schön. Gebäudes finde ich leider viel zu kompliziert. Okay, da waren wir schon. Da gehen wir gleich auch noch mal rein. Um uns erneut ein bisschen unsere Waffen zu verbessern, nachdem wir hier alles irgendwie... Schade. Hä, hab ich doch gerade aufgenommen, oder nicht? Egal. Nachdem wir uns in die ganze Krause gekümmert haben. Sehr nice. Cool. Und wenn wir jetzt hier gleich alles abgegrast haben. Wie es gleich der Fall sein wird, okay. Dann können wir nochmal hier zurück und dann werde ich nochmal in unsere Waffen gehen. Yo! Okay.
Ich warte damit erstmal nochmal und gucke erstmal, was ich bei den anderen Dingen noch sehen kann. Die nehmen wir auf. In dem Fall den Schaden nochmal. Hauen wir rein. Komm. Zack. Geht's ein bisschen mehr Schaden und dann ist alles gut. So, hängt die alte hier noch rum oder war die das tatsächlich? Ich glaube, die war das echt. So eine dreiste Kuh, ey. Ich weiß nicht, ob ich sie wirklich verübeln kann, aber naja, doch. Also wenn man sich ergibt und dann danach so hinterhältig nochmal wieder einen neuen Angriff startet auf die Leute, auf die Angreifer. Ändert es zwar nichts daran, dass die Angreifer gerade sehr böse zu dir waren oder sind, aber damit wirst du definitiv selber zum Angreifer. Also das ist nicht so ordentlich. Macht man nicht. Was sollen die Regenbögen? Sieh mal, was du hier findest. Wie, was sind die? Da was? Hier sind überall Frauen drauf. Nein, warte. Typen. Zwei Typen. Dina, Vorräte. Sorority Secrets. Ist Helga bereit, die Geheimnisse der begehrten Schwesternschaft zu erfahren? Als Helga aufs College kam, war es für sie das Wichtigste, in die Studentenverbindung Omega Theta Phi aufgenommen zu werden. So wie ihre Mutter 20 Jahre zuvor. Die Schwesternschaft würde ihr alle Türen öffnen und sie in eine Welt von Männern entführen, die ihr das glamouröse Leben ihrer Träume bescheren könnten. Helga hatte endlos lange Beine und ein strahlendes Lächeln. Jeder Student aus der Bruderschaft wollte sie freitagsabends ausführen, doch keiner von ihnen konnte ihre Bedürfnisse stillen und sie kehrte immer noch voller Verlangen zum Verbindungshaus zurück. Zum Glück gab es ihre Schwesternschaft. Im Verbindungshaus fand Helga nicht nur Befriedigung, sondern auch Bildung aus den Händen von Beth, ihrer großen Schwester. Sie kannte die Wünsche des weiblichen Körpers besser als jeder Mann. Unter der Dusche und eingekuschelt in einem Einzelbett entdeckten die Frauen eine Welt der Lust. Dies war die Tür von Helga, von der Helga nie wusste, wie dringend sie geöffnet werden musste. Die großen Schwester war in Anführungsstrichen okay. Ich war dann eben auch selber drauf gekommen wegen Schwesternschaft und so, aber für einen Moment war ich gerade doch ein bisschen schockiert, irritiert. Aber nein, Schwesternschaft und so. Nicht große Schwester im wörtlichen Sinne. So, Fran, es geht los. Am frühen Sonntagmorgen, halt deine Leute von der Straße fern, aber pass auf, was du sagst. Wenn Isaac rausfindet, dass ich geredet habe, bin ich dran. Es sollte schnell gehen. In deiner Nachbarschaft sind nicht mehr viele Fedra-Leute. Während unserer Säuberungsaktion werden alle in die Basis gebracht. Es sollte keiner ausflippen deswegen. Das ist nur übergangsweise, damit wir in der Schlacht gut gegen böse den Überblick behalten. Ich kann es kaum erwarten, wieder mit dir in einem Bett zu schlafen. Endlich keine heimlichen Zettel mehr in diesem blöden Studio.
Rebecca. Diese WLFs haben sich vor über 10 Jahren gegen das Militär gestellt. Warum sind die immer noch so heiß? So viele Eindringlinge können hier kaum durchkommen. Ich weiß nicht. Die Stadt sieht aus, als wäre sie voller Vorräte. Ich weiß nicht, warum sich die Leute so darum streiten. Mehr gesehen. Oh, schön. Sagt jemand, Markenvergleich, Regen oder so. Okay. Yo, man. Zerbricht nach 3 Schüssen, okay. Cooler Exit, mit Exit hat das nicht viel zu tun. Dr. Stam. Dr. Stam, echter Name Upal Roy. Intelligenz 100, Muskelkraft 40, Society of Champions. Upal Roys Eltern starben an Krebs, als sie noch klein war. Sie widmete daraufhin ihr Leben der Wissenschaft, da niemand mehr den Schmerz und den Verlust erleben sollte, unter dem sie als Kind gelitten hatte. Heute ist sie als Dr. Stam bekannt und arbeitet mit Ärzten und Wissenschaftlern aus aller Welt an lebensrettenden und verlängernden Technologien. Außerdem unterstützt sie die Society of Champions dabei, Sparks eher schädliche Pläne mit ihrer eigenen Technologie zu stoppen. Ihre Hartnäckigkeit und ihre Weigerung, Niederlagen zu akzeptieren, sind sowohl ihre größte Stärke als auch ihre größte Quelle der Qualheldin. Ihre Eltern starben an Krebs. Also ich meine, klar, wenn Jahre dazwischen liegen oder so, ist das jetzt nicht so unwahrscheinlich. Aber wenn man das so liest, finde ich, klingt das schon sehr unwahrscheinlich. Also dieser Plural, ne? Ihre Eltern starben an Krebs. Das, wenn man das so liest, finde ich, klingt das schon sehr unwahrscheinlich. Aber klar, wenn man das dann wieder ordentlich betrachtet, dann kann das natürlich auch heißen, mit mehreren Jahren die dazwischen vergangen sind, zwischen diesen beiden Toten, und dann kann das natürlich auch schon wieder hinhauen. Aber als sie noch klein war, das widerspricht dem halt so ein bisschen. Das ist schon unwahrscheinlich eigentlich. Würde ich behaupten. Vielleicht kommen wir da weiter. Ja. Und das ist tatsächlich ein Drehkreuz. Ich meine, eigentlich finde ich das noch nicht. Ich muss da rein. Sehen wir uns um. Bei Gelegenheit kannst du ja auch da rein. Aber erstmal möchte ich mich hier auch selber sowieso weiter umgucken. Wir hatten da den Basketballplatz, an dem waren wir jetzt aber auch gewesen inzwischen. Ein Newscar. Bei uns auch als Ü-Wagen bekannt. Ein Gebäude, in das wir rein können. Nice. Und bevor wir da reingehen, erst mal auschecken, was es auf dieser Seite so gibt. Jetzt nämlich auch schon, da geht es auch schon los, da kann man auch schon rein. Machen wir einen kleinen Hubsack. Scheiße. Gefunden. Ja.
Für so eine blöde Nummer, wo ich jetzt hier gucken, dass ich an die Klicker rankomme. Ich wusste gar nicht, dass man die Klicker doch auch ganz einfach normal klicken kann. Ich werde ja tatsächlich immer besser im Kampfsystem, ne? Verdammt! Alter Falter! Okay, ne, da geht's komplett rein. Oh Gott, so viel Loot. Es ist, langsam ist es mir echt ein bisschen zu viel Loot. Also es nervt mich gerade ein bisschen, dass man hier so viel rumlaufen und looten kann, weil ich halt eben auch das Bedürfnis habe, das zu tun. Wenn ich jetzt zum Beispiel alle 5 Minuten wieder so eine Karte hier lesen muss, nervt mich das halt jetzt schon ein bisschen, ne? Sergeant Frost, echter Name Edward Frost. Intelligenz 40, Muskelkraft 80, Zugehörigkeit Society of Champions. Sergeant Edward Frost war einst ein gewöhnlicher Soldat, bevor er ungewollt zur Versuchsperson bei einem Spark-Experiment wurde. Ihm wurde eine Mischung aus flüssigem Stickstoff und radioaktivem Material injiziert und die Wissenschaftler stellten danach seinen Tod fest. Aber die Kälte hatte ihm nur einen Scheintod versetzt und er konnte entkommen. Jetzt ist er als Sergeant Frost bekannt und nutzt seine kryogenen Kräfte zur Untersuchung der Society of Champions, zur Unterstützung der Society of Champions und zur Rache an Spark. Er ist ein Held. Wie schön für ihn. Ein echter Held, ey. Glaub ich auch. Ei! Warte mal, wir folgendes nutzen einmal kurz eins. Uns freut das ja, denke ich mal, eigentlich. Ich drücke mal die falsche Taste zum Wiederaufstehen. Es tut mir sehr leid. Viel Krams, viel zu viel Stuff. Und kommt da gar nicht mit dem ganzen Krams. Sind die noch Schubladen? Nee. Och, eine Knarre, echt. Also weiß ich echt nicht mehr, was ich hier noch alles machen soll. Echt. Uff. Auch durch, okay. Ich glaube, in diesem Laden haben wir alles. Unglaublich, dass hier bald nichts mehr sein soll. Ich kapiere immer noch nicht, warum wir uns zurückziehen. Es ist kein Rückzug. Wir sammeln uns. Es hat Monate gedauert, alles zu sichern. Die Chefs wissen, was sie tun. Wahrscheinlich. Die andere. Da.
Gewehr. Den da oben holen wir uns auch gleich noch. Kann ich gerade nicht. Mann, ey, du machst dich fertig. Scheiße. Sieh nach links. Verstanden. Schluss doch mal. Geh runter! Geh runter, Ellie! Boah, ey. Sie macht mich echt fertig langsam. Immer noch. Ich glaube, es sagt echt. Habe ich den nicht gekillt, ey. Er ist tot. Sehr gut. Ist gut gemacht. Da haben wir nur. Mit Schrot kann ich nicht. Muss nur die nehmen. Aua. Ja, unwirklich jetzt weg vom Fenster im wahrsten Sinne des Wortes. Nice. Okay, ist das wirklich. Der ist weg vom Fenster. Alles ruhig. Alles klar. Ja. Im Rahmen halt, ne? Scheiße. Okay. Meine Fresse, echt. Nicht ohne das Ganze hier gerade. Ich möchte kurz mal in die Richtung hier vorgehen, bevor wir gleich weitergehen. Mal schauen, ob hier irgendwas ist. Da ist nichts. Nichts. Auto mit nichts. Sehr, sehr gut. Es freut mich, dass da nichts ist. Wie gesagt, irgendwann finde ich es halt auch dann ein bisschen nervig, wenn man die ganze Zeit mehr oder weniger sich verpflichtet fühlt, überall alles zu looten. Ist das eine Bankfiliale oder was ist das? Oh Mann, ey. Hauptsache gerade keine Texte mehr. Ich hoffe, dass ich jetzt gerade keine Texte finde, weil Texte gehen mir momentan gerade ein bisschen auf den Keks.
Warte, finde ich, und das geht halt mir so bei meinem Lesetempo, das hat echt immer dauert, die Texte dann vorzulesen, das immer viel Zeit kostet. Sorry übrigens, dass ich heute so oft aufstoße. Nö, 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 nö. Ist aber mager hier im Verhältnis zu den ganzen anderen Dingern. Und jetzt? Was wollte ich hier noch durch mal diese Kontrollpunktmauer. Die Gebäude sind auf der anderen Seite. Das der? Nee, das ist nicht der, wo Seh dich um. Es muss einen Weg rübergehen. Da waren wir, in dem waren wir gerade drin, ne? Ja. Dann geht's jetzt einmal kurz hier rein. Stopp, 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 stopp. Der hier scheint ja auch noch ein. Gehen wir in den ersten Stock. Robos, ja genau, Stockwerk zu haben. Aber pass auf, pass auf. Chef's Choice. Pass bloß auf, wenn du in den oberen Stock gehst. Am besten, wir gehen gemeinsam dahin. Wollte mich eigentlich schon wieder gar nicht ducken, Mama. Ist so passiert. Eine Teigrührmaschine, ein paar Pizzaladen war das anscheinend. Oder halt ein Jan Deiner für alles. Da gab es auf jeden Fall Pizza. Das war gerade so ein Pizzaofen wie bei Pizza Hut, wo die Pizza so durchfährt. Geht's allerdings bei uns auch zum Beispiel in der Mensa in der Uni. Da haben die auch so einen Ofen. Ich weiß ja nicht, wie es bei anderen Pizzalieferanten ist oder so, ob die da die auch diese Ofen haben. Pizza ist nur der einzige, den ich halt kenne, wo man das sehen kann, dass es da so durchfährt. Aber Pizza Hut ist für mich auch ehrlich gesagt nicht so ein. Nicht gerade ein Qualitäts. Maßstab für Pizza. Oho, interessant. Da hat jemand ein Kind, was wir gemalt hat. Gut wie und je. Irgendwie haben wir es halt immer noch drauf. Trotzdem, obwohl wir nicht so gut sind. Ich weiß auch nicht wie. Ich muss halt tatsächlich sagen, es klingt jetzt halt ziemlich dumm, wenn ich jetzt sage, ich war glaube ich nur noch keinem Spiel so gut wie dem hier, aber irgendwie. Trotz dass ich halt ganz oft verkacke, läuft es an sich ganz schön gut, finde ich. Hey, hier lang, glaube ich. Obwohl ich in Metro Exodus finde ich auch eigentlich gar nicht so schlecht bin. Also in Metro Exodus kann man halt viel snipen und ich finde, ich bin da eigentlich gar nicht so schlecht im Snipen.
Was haben wir jetzt hier oben? Also wir sind jetzt auf der anderen Seite. Geht. Muss das sein? War das jetzt nötig? Hey, Dina. Ja. Hoch, warum da jetzt ein Auto? Hätten wir uns das nochmal angucken sollen. Warte mal kurz. Bevor ich dann jetzt hinterherkomme. Bevor ich hinterherkomme, ich hier nochmal kurz. Meine Hand. Ja, einen Moment. Ich möchte kurz sicher gehen. Nichts zu verpassen. Hey, da hinten ist es. Dieses runde Gebäude. Sieht aus wie der TV-Sender. Ja. Komm.